Freunde, ich war mir nicht sicher, ob ich nochmal ein Video zu Tears of the Kingdom Glitches mache, weil ich mir dachte, mein Gott, will ich eigentlich den Leuten sozusagen erzählen, wie sie sich ihr Spiel kaputt machen können. Aber nachdem ich jetzt bereits ein Video zum Item duplizieren gemacht habe, war ich einfach verpflichtet, dieses Video hier zu machen. Denn vielleicht habt ihr noch mein letztes Video gesehen, wo man sich mit so einer verrückten Pfeil- und Bogentechnik einzelne Items, die man auf einen Pfeil duplizieren kann, duplizieren kann. Das ist vollkommen egal. Vergesst das. Das Video ist outdated. Tut das nicht mehr. Item duplizieren ist so einfach wie noch nie. Und ich zeige euch heute, wie es funktioniert. Und es ist idiotensicher. Also wirklich, ihr schafft das. Da bin ich mir ganz sicher. Und das Beste ist, ihr könnt jedes Item duplizieren. Wirklich, legit jedes Item. Ihr könnt sogar Sonau-Bauteile duplizieren. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Es ist absolut idiotensicher. Ihr braucht 3 verschiedene Setups dafür. Beziehungsweise, es geht mit 3 verschiedenen Setups. Ihr braucht nur eines davon. Entweder braucht ihr eine Stelle, an die ihr gleiten könnt. Oder ihr braucht einen Shield-Jump. Oder ihr müsst euch an eine Wand stellen, vor der ihr theoretisch nichts ablegen könnt. Ich werde euch alle 3 Varianten zeigen. Starten wir mit Variante 1. Und zwar den Gleiten. Das ist am einfachsten. Wir nehmen uns jetzt heute mal als Ziel, Freunde, dass ich gemeinsam mit euch ein nicht so wichtiges Item duplizieren will, damit ich meinen Spielstand hier nicht so sehr kaputt mache. Wir nehmen uns heute mal Bockblendherzen vor. Wir haben aktuell 6 Bockblendherzen. Was müsst ihr jetzt tun, um diese Items zu duplizieren? Ihr geht in den Gleitermodus. Ne? Ihr braucht quasi einen Zustand von Link, in dem er normalerweise keine Items in der Hand halten kann. Ne? Das habt ihr mit dem Gleiter. Link kann, während er gleitet, keine Items in der Hand halten. Dann sagt ihr aber hier im Menü, ne? Zack, X, um dann Items in die Hand zu nehmen. Und jetzt kommt schon die ganze Magie, Freunde. Ihr müsst B und Y gleichzeitig drücken. Einfach den Daumen über B und Y legen und beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Und dann passiert schon die gesamte Magie. Dann passiert nämlich Folgendes. Ihr lasst Herzen fallen, aber das, obwohl Link gar keine Items in die Hand nehmen konnte. Und wenn wir mal ins Menü gucken, ne? Wir scrollen mal runter zu dem Bockblin-Herz, ne? Hier sind immer noch 6 im Inventar. Aber wir hatten noch vorhin schon 6. Aber hier liegen jetzt auch nochmal 5. Zack. Und schon habt ihr 11 Bockblin-Herzen. Und es ist so simpel. Und das geht mit jedem Item. So, ne? Ich zeig's euch einfach nochmal. Ganz easy. Ihr gleitet, öffnet euer Menü, nehmt 5 Bockblin-Herzen in die Hand und drückt B und Y gleichzeitig. Zack. Wir haben wieder 11 Herzen im Inventar. Wenn ich sie finde, hier sind sie. Zack. Und 5 liegen auf dem Boden. Es ist so simpel. Solltet ihr jetzt auf irgendeiner ganz flachen Ebene liegen oder stehen und ihr könnt jetzt nicht gleiten, Freunde. Vielleicht hat auch Link einfach einen Arm verloren und kann den Gleiter nicht mehr nutzen. Es geht auch mit einem Shield Jump. Shield Jump in der Luft. Öffnet ihr das Menü. Wir nehmen jetzt einfach mal Äpfel. Ne? Ist genauso einfach. Ihr nehmt 5 Äpfel in die Hand, drückt B und Y gleichzeitig. 5 Äpfel erscheinen auf dem Boden. Wir wissen, wir hatten gerade noch 6 Äpfel. Jetzt haben wir 11 im Inventar. Es ist der Wahnsinn. Damit seid ihr in der Lage, wirklich jedes Item quasi um 5 aufzustocken. Ihr könnt quasi 5 immer wieder draufholen. Es ist so simpel. Es ist so unglaublich simpel. Ich liebe es. So, wie könnt ihr das Ganze jetzt aber mit Sonau-Bauteilen machen? Da funktioniert es ganz ähnlich. Da kann es, glaube ich, auch sehr spannend werden. Ich empfehle euch, nehmt euch am besten hier beim Spähposten vor dem Schloss. Das ist ein Ort, den sollte jeder erreicht haben, sobald er ein bisschen Tears of the Kingdom gespielt hat. Nehmt euch hier diese Wand, ne? Weil da habt ihr rechts und links noch ein bisschen Platz, den braucht ihr. Ich zeige euch das Ganze einfach mal anhand von Raketen. Ne? Wir haben aktuell 13 Raketen. Jetzt sagen wir, ich möchte sie auf den Boden legen. Wir nehmen natürlich gleich 10 Stück. Und wie jetzt auch B und Y gleichzeitig drücken. Dann sagt euch das Spiel, eigentlich kannst du hier gar keine Raketen hinpacken. Ne? Wir haben immer noch 13 im Inventar. Trotzdem stellt das Spiel die Raketen hier auf den Boden. Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Wir nehmen von unseren immer noch 13 wieder welche, drücken B und Y gleichzeitig. So, und jetzt sagt das Spiel, ich kann hier aber gar nichts aus der Tasche nehmen. Ne? Hier drüben wurden jetzt noch 2 oder 3 platziert. Und 2 wurden platziert und 8 wurden unserem Inventar hinzugefügt. Denn alle Items, die das Spiel jetzt auf dem Boden platzieren will, aber nicht mehr platzieren kann, weil kein Platz mehr existiert, werden wieder in euer Inventar hinzugefügt. So, und das lässt sich jetzt beliebig oft wiederholen. Das heißt, während ihr bei normalen Items euch immer 5 Items dazu holen könnt, geht das hier sogar noch krasser. Zack, jetzt habe ich 19. Okay, jetzt sind sogar welche verschwunden, sehe ich gerade. Und jetzt läuft es gerade nicht so baba. Zack.
Und jetzt haben wir 28, ne? Und so könnt ihr das immer weitermachen. Wie gesagt, im besten Fall wollt ihr eigentlich, so wie ihr da drüben so einen Stapel habt, hier auch einen. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert das nicht. Aber ihr seht, wir haben mit 13 Raketen gestartet. Jetzt haben wir 28. Wir haben innerhalb von einer Minute oder so, haben wir jetzt einfach uns kurz 15 Raketen gemacht. Und das geht, wie gesagt, mit jedem Item. Also, damit ist für jeden sinnloses Farmen überflüssig geworden. Ich kann euch nur aus persönlicher Sicht raten, nutzt diese Glitches nicht so viel. Gerade in eurem ersten Blind Playthrough. Wenn ihr vielleicht nochmal einen zweiten Spielstand startet, dann könnt ihr das machen, wenn ihr irgendwelche Sachen testen wollt. Zerstört euch aber euren ersten Playthrough nicht damit, dass ihr euch zu sehr overpowert. Das ist das Allerwichtigste. Aber wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Sachen leveln wollt, ne, oder wenn ihr einfach ein ganz bestimmtes Item aus irgendwelchen Gründen häufig braucht und es ist euch einfach zu blöd, das zu farmen, ihr habt jetzt Zugriff auf jedes Item. Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen weitergeholfen. Abonniert gerne den Kanal. Sollten noch weitere crazy Sachen entdeckt werden, erfahrt ihr sie hier. Hier oben ist jetzt nochmal ein Video mit den besten TOTK-Clips, die ich so entdeckt habe. Wirklich sehr, sehr geil. Oder wenn ihr sagt, ich will mir das Let's Play von Hübi angucken, verlinke ich euch hier unten mal mein Let's Play, welches auf dem Zweitkanal läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.